Morgen. Heute probiere ich mal Plug Inc. aus. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ziemlich viele Spiele habe ich schon mal gespielt. Ist eigentlich ganz nett, das Spielchen. Ja, starten wir es einfach mal. Gucken wir mal, was da so abgeht. Ich habe übrigens meine Aufnahmequalität tatsächlich aus Nettigkeit mal ein bisschen verbessert. Boah, nur so ein bisschen. Um euch nicht ganz so hart auf die Eier zu gehen. Tja, jetzt passiert hier irgendwie nicht viel, ne? Ich hätte die Aufnahme ja starten sollen als hören schon Sachen. Aha, wir können Erweiterungspack. Testen wir das doch mal. Gratis. Gratis testen. Brutal, dann können wir es behalten. So, jetzt muss ich wieder meinen Namen eingehen. Ach, das geht so. Ja, ich bin wie immer ziemlich talentiert hier. Mal gucken, brutal. Wir spielen dieses eine Spielchen hier und wenn wir das nicht schaffen, dann verkacken wir es. Das trifft es ziemlich genau auf den Punkt, oder? Zumindest behaupte ich das jetzt mal so. Aber die Ladezeiten sind auf diesem Emulator unglaublich kurz. Aber ich glaube nicht, dass es jemals so kurze Ladezeiten gab. Nein, weh, ich habe das jetzt infiziert. Fuck! Nein, das wollten wir doch gar nicht. Ja, später. Nein! Nein, nein, nein. Normal startet man hier. Mit diesem wunderschönen kleinen Ländchen hier. Ach, fuck, das ist doch schon wieder scheiße. Jetzt dauert das doch schon wieder hier alle Stunden. Ich muss aber auch ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich ja zu geizig bin, um meinen YouTube-Account irgendwie zu erweitern. Wir haben schon ganze 7 infizierte Waffen, also 7 Stück, in China. Mal startet man hier in Ägypten, weil das hat 2 Häfen und einen Flughafen und da verbreitet man sich sehr schnell. Es lohnt sich also, es lohnt sich also. Was können wir denn alles machen? Wir können es. Okay. Das ist cool, das ist sehr cool. Es gibt hier. Ja, ich habe keine Lust, das alles vorzulesen. Ich kann auch nicht lesen, also. Lest es selber. Oder lasst es bleiben. Oh. Es geht ja schon ziemlich ab hier. Aber das Spiel ist eigentlich ein bisschen makaber. Töte die Menschheit, vernichte die Erde. Aber ich mag das, ich mag das. Wir züchten uns jetzt hier unsere YouTube-Zuschauer heran. Es sind Menschen wie ihr, die wir dort halten. Ja, wisst ihr, ich bin mir ziemlich sicher, dass die genauso drauf sind wie ihr. Mann. Es geht mir zu langsam hier. Auch keine Lust, jetzt schon wieder Geld auszugeben. Einstellungen. Musik. Nein, wir möchten keine hässlichen Pop-ups. Oh, geht doch. Jetzt haben wir die nervige Scheiße schon mal weg. Wich. Ich bin ein wenig müde, 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 müde. Und wieder hochmotiviert, wie man es an meiner Stimme, glaube ich, hört. Ja. Moskitos verbreiten ist immer eine gute Sache. Wie oft stechen euch Mücken? Jede dieser Mücke könnte infiziert sein. Ihr könntet sterben. Und zwar alle. Weil ihr zu solchen YouTube-Zuschauern werdet. Mann, ich hab das doch. Ja, schön, dass ich mir das. Das ist natürlich sehr geil. Ist auch raus. Aber sie kommen trotzdem. Ich hasse dieses Scheiß. Ja.
keine Ahnung, was ich jetzt hierzu sagen soll. Grafisch ist es nicht schlecht. Ich meine, in meiner Aufnahme sieht es natürlich wieder scheiße aus. Aber das ist ja alles gewollt. Das ist ja alles gewollt. Interessanterweise, also YouTube Analytics, also das Analytics sagt mir, dass ich mehr weibliche als männliche Zuschauer habe. Leute, was ist da los? Ich meine, klar, ich bin sehr zufrieden mit weiblichen Zuschauern, ja. Und ganz ehrlich, ihr seid mir lieber als die männlichen. Aber verratet das den scheiß Kerlen nicht. Nachher wollen die noch kommen, mir in die Fresse schlagen. Nein, das wäre ja ganz schlimm. Ihr könnt Dietrich doch nicht schlagen. Dietrich hat euch nichts getan. Noch nicht. Puh. 263, 270. Wir haben wieder 11 DNA-Punkte. Können wir doch mal wieder... Ein paar Symptome. Können wir auch mal husten oder so? Kopfschmerzen? Nein, das wollen wir nicht. Ausschlag. Ja, mal blasen. Nö. Nö. Ja. Wir hätten natürlich jetzt auch übertragen über die Luft, ne? Wärmerin. Okay, ja. Fuck. Naja, egal, mit den nächsten. Ui, Blase. Ich muss auch gleich schon wieder Schluss machen. Mensch. Ich werde das Spiel aber weiterspielen. Vielleicht erzähle ich in einem der nächsten Videos völlig zusammenhangslos, was hier passiert ist. Aber um alles zu verstehen, was ich sage, ja, sage ich, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Man kann es nicht alles verstehen. Ihr wollt es auch nicht alles verstehen, glaubt mir. Wenn ihr die Hintergründe kennen würdet. Ja. Eigentlich spiele ich das Spiel nur, um zu simulieren, wie ich denn tatsächlich so meine YouTube-Videos auf die Menschen wirke. Immerhin habe ich schon 1174 Zuschauer. In der Türkei ist sowas passiert. Das ist natürlich sehr schön. Ja, ja. Was haltet ihr eigentlich vom Gaza-Streifen? Ja, jetzt wandern wir hier in politische Themen, wo wir hier auch teilweise politische Meldungen kriegen. Ne? Da passt das natürlich. Ach ja, kann durch Körperkontakt übertragen werden, höhere Ansteckungsgefahr. Ah, das ist doch mal ein schönes Körperkontakt. Wir brauchen 11 DNA. DNA. Ach ne, DNS ist das hier. Stimmt. Unter den kleinen Flugzeugen ist sogar ein Schatten. Ist das nicht was Herrliches? Ist zwar nicht ganz maßstabsgetreu, aber immerhin. So ein Flugzeug ist fast so groß wie Deutschland. Habt ihr gesehen? Ungefähr Deutschland. Das sind immer ganz schön große Flieger. Wenigstens hat China einen Flughafen und einen Hafen. Hätte es das nicht, wäre er ziemlich am Arsch. Ziemlich. Ach, ich brauche ja 11. Komm schon. Mach DNA. Ah, DNS. Was war mit der Queen? Aha, nein. Affen sind nicht nötig für Arzneimittel prüfen. Nein. Sie merken, dass wir intelligent sind. Ihr seid. Nein. Menschen auf YouTube sind doch nicht intelligent. Nein. Nein. Ich habe da noch keinen Beweis für gesehen. So ein Video zu machen, ist auch nicht intelligent, oder? Geht ihr eigentlich noch zur Schule? Also ich nicht mehr. Ich bin auch ganz glücklich drum. Ich meine, ich wurde in der Schule ja immer nur gemobbt und fertig gemacht. Ja, schön, dass wir jetzt Fieber haben. Eigentlich wollen wir kein Fieber. Was kostet denn das? Das kostet nur, wir entwickeln die gar nicht zurück. Ja.
Wir haben sowieso viel zu wenig DNS. Diesmal konnte ich mich gerade noch so endlich. Ach, fasst uns Affen doch mal an. Begrabbelt uns. Wenigstens forschen sie noch nicht an einem Heilungsmittel. Das wird uns gerade noch so fehlen. Ui, und wir haben das nächste Land. Afghanistan. Afghanistan. Was schätzt ihr eigentlich, wie alt ich bin? So, 12, 11? Korea. Koreaner. Ziemlich koreanische Affen. Aber die ganzen Billigproduktionsländer haben wir bald. Das wird ziemlich hart für die westliche Welt. Jetzt könnt ihr nicht mehr eure 15 Cent Sachen kaufen. Sagen wir diesmal Indien. Na, Indien müssen wir uns eigentlich recht schnell verbreiten, weil der Bevölkerungsdichte da, ne? Was machen wir denn als nächstes? Übertragung. Über Wasser könnten wir auch mal gehen, ne? 13. Fähigkeiten, Arzneimittelresistenz. Das wäre vielleicht mal was Wichtiges, bevor die auf die Idee kommen, uns zu impfen. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Will nicht sagen, aber es geht sehr schleppend voran. Mist, wir haben schon 35 Tote, 40 Tote. Ne, wenn wir jetzt anfangen auszusterben, dann ist das natürlich extrem kacke. Japan. Ja, nee, das wollen wir ja nicht. Warum sind wir so tödlich? Was haben wir denn hier? Gelenkschmerzen sind nicht so tödlich. Fieber, ja, ist schon mehr. Ausschlag. Husten. Fieber. Entwickeln wir mal zurück. 4 DNS-Punkte. Na, Fieber, da fällt das Ganze auch schneller auf. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum ihr nicht zur Schule, Arbeit, Ausbildung oder sonst irgendwas geht. Oder vielleicht auch, also vielleicht geht ihr gerne mit Fieber dahin. Also. Bisschen Terrorist spielen? Schadet vielleicht nie. Vielleicht eine geile Sache. Dietrich. Hat Neo. Symptom. Ach nö, was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? Was ist das? Viren, Gehirnzellen, ja, der in. Erstmal erhöht menschliche Intelligenz. Ach, das ist doch schon mal eine geile Sache. Menschliche Intelligenz? Was? Nein! Wir wollen nicht, dass die Menschen intelligenter werden. Menschliche, verdammt. Ui, wir haben die nächsten Länder. Na, jetzt gehen wir aber ab hier. Jetzt in den letzten Minuten, wo ihr noch was sehen könnt, da gehen wir richtig ab. Da machen wir das mal richtig hier. 64, also mit den Toten haben wir wieder eingedämmt bekommen. Heilungsmittel haben sie immer noch nicht angefangen. Fuck, was habe ich jetzt nicht erwischt. England. Wichtig ist, dass wir Grönland kriegen, bevor die ihre Häfen schließen. Das wäre natürlich jetzt am wichtigsten. Deswegen übertragen wir uns erstmal besser übers Wasser und werden kälteresistenter. So, gut. Nur so kommen wir auch besser in den kalten Regionen voran. Es ist jetzt nicht so kalt da, aber klar, auch da. Ja, Leute, also es wird Zeit für meine abschließenden Worte der Langeweile. Also. Schön, dass ihr da wart. Schade, dass ihr euch das angetan habt. Und oh, wenn ihr einer der vielen weiblichen Zuschauer seid, seid gegrüßt. Ihr könnt mich gerne mal anschreiben, dann kriegt ihr eine persönliche Postkarte von mir mit Autogramm und allem, ne? Und Kuss-Smiley und ja, alles, was dazugehört. Ne? Nacktbilder, alles, was ihr wollt. Aber nur die weiblichen Zuschauer. Also. Ja. Denn das Spiel lohnt sich übrigens tatsächlich. Also nicht wie ich immer sage, dass die Videos 15 Minuten lang werden und dass das Spiel sich lohnt, was scheiße ist. Also Bubble Witch 2, ne? Lohnt sich total, spielt das. Ja, also das Spiel ist ein schönes Spiel, frisst extrem viel Akku, aber macht Spaß. Haut rein, Leute, viel Spaß.